Jawohl. Der Kommandant, Oberle, stellvertretender Kommandant und Mitarbeiter der Stadt und Altstadtrat Bernhard Fried. Ich glaube, ihr habt euch schon mal gesehen. Ne? Wir haben uns schon gesehen, ja. Ich war schon mal für unsere inzwischen drei Feuerwehren in der Stadt auf der Niederbürger-Kommandant. Herr Kommandant von Eschau, wir werden es euch schon vorstellen. Ja. Der ist jetzt richtig Werks- und Werkfeuerwehr von der Glanzstoff, von der ICO. Ja, das war die sind ja für uns auch ganz wichtig, weil sie Atemschutzstrecke und alles miteinander Ich würde sagen, der eine ist der.
Gast und Schirmherrn, den bayerischen Staatsminister der Justiz, Herrn Professor Dr. Winfried Bausbach. Er hat ohne zu zögern dieses Ehrenamt übernommen. Vielen Dank dafür. Unsere Landtagsabgeordnete Rüth und Bezirkstagspräsident Herr Dotzel, die haben sich entschuldigt, die sind heute in München. Da wird ja zeitgleich mit uns ein Volksfest eröffnet. Herzlich begrüßen möchte ich auch unseren Bürgermeister Michael Berninger, der ja auch der Dienstherr der aktiven Kameraden ist. Von uns her. Von unserer Nachbargemeinde darf ich den Bürgermeister von Röllbach, Rudi Schreck, begrüßen, der hier in einer Doppelfunktion ist, denn er wird uns gleich mit seinen Röllbacher Bellfestern hier musikalisch umrahmen. Herzlich willkommen. Ja, und zu guter Letzt möchte ich natürlich auch die Kameraden der Feuerwehren begrüßen, und zwar die aus Erlenbach, aus Mech. Aus Mechenhardt, hey! Aus Brennfurt, hey! Aus Klingenberg, hey! Aus Eschau, hey! Aus Aschaffenburg, Löschzug 4 und 5, hey! Aus Röllbach, hey! Aus Röllfeld, hey! Und die Kameraden aus Eichelsbach. Einen großen Dank nochmal für die Teilnahme an der Sternfahrt. Es war wirklich sehr beeindruckend. Es hat wirklich mal bewegend. Nun darf ich den Bürgermeister auf die Bühne bitten, um einige Grußworte zu sprechen. Liebe Feuerwehrkameradinnen und Kameraden, liebe Streiterinnen und Streiter, liebe Gäste, lieber Kollege Schreck, sehr geehrter Herr Justizminister, ich darf Sie alle im Namen der Stadt einfach erstmal hier zu diesem 120. Jubiläum unserer Feuerwehr im Streit begrüßen. Und wie wertvoll uns die Streit der Feuerwehr ist, wir sehen ja daran, dass wir extra internationale Gäste noch eingeflogen haben, ganz überraschend zu uns gestoßen. 4 Gäste aus unserer Partnergemeinde Erlenbach im Simmental. Ich darf Heide und Beat Brandt und den Urs Kunze mit seiner Gattin recht herzlich bei uns begrüßen. Seien Sie herzlich willkommen. Ich glaube, man muss nicht immer wieder betonen, wie wichtig die Feuerwehren insbesondere oder insgesamt und insbesondere hier die Streiterfeuerwehr für uns ist. Ich glaube, man muss auch nicht immer wieder betonen, dass das alles im Ehrenamt ausgeübt wird. Und ich glaube, man muss auch nicht immer wieder betonen, dass, wenn das nicht im Ehrenamt ausgeübt werden würde, wir uns eine Feuerwehr nur mit sehr, sehr viel finanziellem Aufwand leisten könnten und dieses Geld würde an anderer Stelle fehlen. Und ich glaube, man muss auch nicht immer wieder betonen, dass dieses Ehrenamt der Feuerwehrfrau bzw. des Feuerwehrmannes das herausragende Ehrenamt schlechthin ist. Ohne irgendein anderes Ehrenamt in den Hintergrund stellen zu wollen. Aber ich persönlich kenne kein anderes Ehrenamt, in dem die Menschen freiwillig, ehrenamtlich ihr eigenes Leben riskieren, um uns zu helfen, wenn es wirklich ganz, ganz heiß im wahrsten Sinne des Wortes zugeht. Und deshalb glaube ich, muss man eigentlich nicht immer betonen, wie dankbar wir dafür sind, dass es die Feuerwehr hier bei uns gibt.
Aber genau darin liegt auch die Gefahr. In dem Moment, wo wir aufhören, immer wieder zu betonen und in den Vordergrund zu stellen, wie wertvoll diese Menschen für uns sind, genau in dem Moment nehmen wir deren Leistung als selbstverständlich. Und das darf in unserer Gesellschaft nicht passieren. Und deshalb alles das, was ich gesagt habe, das muss man nicht immer wieder betonen. Genau das möchte ich heute zum wiederholten Mal betonen. Ihr seid ein Segen hier im Streit für den Stadtrat Streit. Alle anderen wären an ihrer Stelle, wo sie ihren Einsatz leisten für unsere ganze Gesellschaft, für den jeweiligen Ort. Das gilt natürlich nicht nur für die Erlenbacher Wehren, sondern für die Wehren in ihren Heimatdörfern und Städten ganz genauso. Dankeschön, ganz, ganz herzliches Dankeschön dafür. Ja. Liebe Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkameraden, Herr Bürgermeister, lieber Michael Berlinger, Herr Stellvertreter Landrat Meierer, verehrter Herr Kommandant, lieber Herr Oberle, Herr Vorsitzender Kümpel, meine lieben Streiter, meine sehr verehrten Damen und Herren. Zunächst mal möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen und vor allem bei der Feuerwehr Streit in dreifacher Weise bedanken. Zunächst einmal an die Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr. Wenn Sie heute 120 Jahre feiern, dann feiern Sie 120 Jahre Dienst für die Menschen. Und das ist der erste Dank, den ich loswerden will, auch namens der bayerischen Staatsregierung. Dann möchte ich mich ganz persönlich bei Ihnen bedanken, dass Sie mir das ehrenvolle Amt eines Schirmherrn angetragen haben. Und mein dritter Dank gilt Ihnen dafür auch persönlich, dass Sie die Ersten sind, die mir zutrauen, so ein Bierfass anzutreten. Kommandanten, ich möchte vielleicht fragen, ob erst Fußwort oder erst Anstich. Warum erst das Fußwort und dann den Anstich, da ist die Spannung bei mir dann noch ein bisschen höher. Meine Damen und Herren, wir feiern ein wirklich stolzes Jubiläum. 120 Jahre Feuerwehr, Freiwillige Feuerwehr als Garant für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger hier in Streit. Man muss sich bewusst machen, im Jahre 1895, als hier die Feuerwehr gegründet wurde, war zum Beispiel der Omnibus gerade eine absolute technische Neuigkeit und Sensation, auch wenn man damals in diesem Omnibus gerade mal 8 Personen befördern durfte. Und Gott sei Dank für die Leute damals gab es schon industriell gebrautes Bier, aber es gab beispielsweise für den nächsten Tag noch kein Aspirin. Und über die technische Ausstattung der Feuerwehren in der damaligen Zeit brauchen wir nicht reden. Aber eines, meine Damen und Herren, liebe Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkameraden, ist gleich geblieben. Nämlich die Bereitschaft und der Wille der Feuerwehr, der Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkameraden, ihr Leben für das Leben, für den Schutz der Bürgerinnen und Bürger einzusetzen, egal um was für eine Katastrophe es geht, egal ob es darum geht, Brände zu bekämpfen, ob es darum geht, bei Überschwemmungen oder anderen Naturkatastrophen Hilfe zu leisten oder nach Verkehrsunfällen zu Hilfe zu sein. Die Menschen der Region konnten sich auf Sie, die Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkameraden, in der Vergangenheit verlassen und Sie können sich in Zukunft auf Sie verlassen. Meine Damen und Herren, ich sehe gerade den Bundestagskollegen Alexander Hofmann reinkommen. Natürlich, Bundestag ist ein bisschen weiter oben als nur der Landtag, aber Gott sei Dank und deshalb würde ich auch nie tauschen, lieber Alexander, für die Feuerwehr ist der Landtag und nicht der Bundestag zuständig.
Damen und Herren, 120 Jahre, das sind etwa 5 Generationen Streiter, Bürger, die für ihre Freizeit, ihre Tage, ihre Nächte für den Schutz ihrer Mitmenschen geopfert haben und das nach wie vor regelmäßig tun. Und ich habe mal nachgerechnet, als mein Verwandter hier als Lehrer irgendwann in den 30er Jahren angefangen hat, da bestand die Streiterfeuerwehr auch schon 40 Jahre lang. Also eine wirklich stolze Geschichte, auf die Sie zurückblicken können. Dieses Jubiläum ist deshalb zuallererst, und das kann man nicht genug betonen, da gebe ich dem Bürgermeister vollkommen recht, Anlass für die stets zuverlässige Hilfe und die große Einsatzbereitschaft Ihrer Feuerwehr ein herzliches Dankeschön, ein vergelt's Gott zu sagen. Unsere Gesellschaft, unser Freistaat Bayern ist auf Menschen wie Sie angewiesen, dass sie über die Grenzen unseres Freistaats hinaus auch als Streiterfeuerwehr bekannt sind. Das zeigt ja die große Internationalität ihrer Gäste. Es sind Schweizer da, es sind Hessen da und aus Niederbayern sind auch welche gekommen. Meine Damen und Herren, wir sind auf die Feuerwehr angewiesen und deshalb haben Sie auch den Rückhalt von denen, die in der Politik Verantwortung tragen, selbstverständlich auch meinen ganz persönlichen Rückhalt. Ich bin beeindruckt und dankbar zugleich, dass es Menschen gibt, die eine solche zeitintensive, gefährliche und nicht selten physisch und psychisch belastende Tätigkeit übernehmen. Und das im Fall der Freiwilligen Feuerwehr sogar ohne eine Gegenleistung. Aber dankbar bin ich auch, und ich sehe, dass ja die Zukunft der Freiwilligen Feuerwehr offensichtlich bei so vielen Kindern, die heute hier sind, auch gesichert sind. Aber ich bin auch dankbar den Familien, die immer wieder die Angst aushalten müssen um den Partner und die Partnerin, wenn sie in einen Einsatz gehen oder die auch zumindest auf den Partner verzichten müssen, wenn es um eine zeitraubende Übung geht. Und besonders Dank sagen möchte an der Stelle auch den Arbeitgebern. Denn es ist auch nicht mehr selbstverständlich, dass sie die ehrenamtliche Arbeit ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter honorieren, indem sie ihre Angestellten, ihre Arbeiter für die Feuerwehr freistellen. Dennoch appelliere ich an der Stelle auch, weil es nicht mehr selbstverständlich ist, weiterhin auf Feuerwehrleute als Arbeitskräfte zu zählen. Natürlich ist es für einen Betrieb gerade so eine kleine Belastung. Aber, meine Damen und Herren, ich glaube, kein Arbeitgeber findet zuverlässigere, loyalere Mitarbeiter als Feuerwehrleute, die schon von ihrem Dienst her geprägt sind auf Zuverlässigkeit, auf Loyalität. Liebe Feuerwehrler, heute haben Sie alle es sich verdient, einmal kein Feuer zu löschen. Heute wird gefeiert und nur, das ist ja bei der Feuerwehr auch gute Tradition, der Fluss gelöscht. Geselligkeit und Kameradschaft sind bei Ihnen genauso ausgeprägt und ausgeprägter wie in vielen anderen Bereichen. Und das versteht sich von selbst. Sie müssen sich ja schließlich auch im Einsatz auf Ihre Kameradinnen und Kameraden verlassen können. Und das Feierabendbier, das Bier des Gemeinsamen oder meinetwegen heute auch Limonade, für die, die vielleicht dann noch im Auto fahren müssen, das tut nach emotionalen Schwerten einsetzen sicher auch gut, wenn man sich hinterher zusammensetzen kann und dann nochmal über einen Einsatz reden kann. In diesem Zusammenhang finde ich es auch eine gelungene Würdigung an die Feuerwehr und einen netten Beitrag zur Geselligkeit, dass die Feuerwehr vor einigen Jahren mal ein eigenes Bier bekam, nämlich das 112er. Der Werbeslogan lautet 112er, die Nummer, die Spaß macht. Ohne Zweifel, meine Damen und Herren, bei aller Gefährlichkeit, bei allem Ernst der Einsätze, sind Sie, die Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkameraden, mit Spaß, mit Freude auch bei Ihrer Aufgabe, sonst könnten Sie auch nicht regelmäßig und über so lange Zeit hinweg
eine solche Hilfsleistung bringen. Ich möchte Ihnen allen nochmals meinen Glückwunsch zu diesem stolzen Jubiläum sagen. Ich möchte Ihnen allen nochmals herzlich Dankeschön sagen, Herr Gelsgott, für Ihre Einsatzbereitschaft. Ich wünsche Ihnen für die Zukunft weiterhin viel Begeisterung, Kraft und Energie für Ihre Arbeit. Passen Sie alle, ob Sie jetzt aus Streit sind oder aus dem beeindruckenden Lauten von Boy der Sternfahrt, passen Sie alle auf sich auf. Kommen Sie immer wieder unversehrt von Ihren Einsätzen nach Hause. Ich freue mich, hier heute bei Ihnen sein zu dürfen und mit Ihnen einige schöne Stunden verbringen zu dürfen. Und jetzt möchte ich gerne dem Kommandanten und dem Vorsitzenden so ein kleines Geschenk überreichen, das an den Tag heute erinnern soll. Ich habe gehört, Sie haben zwar keine Vereinsfahnen, aber Sie haben ein Vereinshaus, ein Feuerwehrhaus. Ich möchte Ihnen zu Ihrem Jubiläum ein Band überreichen, das Sie vielleicht in Ihrem Feuerwehrhaus dann auch. Hängen können, damit sie an ihre stolze Tradition immer wieder denken. Also vielen Dank für das Fahnenbanner. Wir haben uns in unserem Unterrichtsraum, im Schulungsraum, ist schon eine Ecke freigeräumt. Dieses Band wird uns noch lange an diese wundervolle Feier, an diese Feierlichkeit und an Ihren Besuch erinnern. Vielen Dank dafür. Ja, damit Sie aber jetzt auch nicht mit leeren Händen zurück nach München fahren müssen, haben wir uns natürlich überlegt, was könnten wir Ihnen als Gastgeschenk mitgeben. Im Mainland unten, da wird ja natürlich Wein angebaut. Hier in Streit auf dem Berg, da wächst nichts. Deswegen können wir mit Wein nicht dienen. Deswegen gibt es bei uns eine Flasche Bier. Die ist etwas größer und etwas hübscher eingepackt. Lassen Sie sich das Ding schmecken. Die Stadtverwaltung hat das Goldene Buch der Stadt Erlenbach vorbereitet. Deswegen würde ich Sie jetzt bitten, dass Sie sich noch kurz in das Goldene Buch der Stadt eintragen. Lieber Michael, kommst du noch mal ganz kurz auf die Bühne? Dann geht's los mit dem Festbieranstich. Die Messlatte liegt hoch. Ich weiß nicht, wer heute Mittag im Fernsehen gesehen hat. Der Kollege aus München hat zwei Schläge gebraucht. Da er ja natürlich ein Neuling ist, wollen wir das... Mit drei Schlägen wären wir zufrieden, oder? Thank you.
Ja, auch mit Sicherheit. Sicherheitsschlag.